Erneut willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Star Fox Adventures. Im vorigen Part habe ich die Cloud Runner Festung aus der Tyrannei von General Scales befreit und ich bin gerade dabei, den Eingang zum Aquaquell-Tempel zu finden. Aber wir werden hier schon wieder vor ein weiteres Rätsel gestellt. So, weil das Tor hier drüben ist nämlich verschlossen. So, und jetzt gibt es ganz einfach hier oben auf der Gegenüberseite einen Schalter. So, der Wasserstand steigt. Jetzt können wir hier rauf. Und hier müsste jetzt irgendwo ein Steinblock sein. Ah, hier sind jetzt noch Dornen, okay. So, bitte einmal verbrennen, Dankeschön. So, am besten erstmal Tricky füttern. So, hier ist jetzt der Block. Einfach ins Wasser schieben. So, und jetzt nochmal draufballern, dann sinkt das Wasser, es fließt halt wieder ab. So, und jetzt ganz einfach den Block auf den Schalter schieben, wir können weiter. Perfekt. Okay. Ach Mann, ich laufe hier jedes Mal in die falsche Richtung. Ich weiß nicht wieso, weil sie diese beiden Durchgänge hier immer so sehr ähnlich sehen. Gut, hier geht's lang. Das sieht auch wirklich fast gleich aus. Okay, die blauen Flammen dienen als Orientierung. Ist ja nicht so schlimm. Ah ja. Oh. Oh Gott, hier gibt es schon wieder diese Mini-Schlangen. Was macht ihr denn hier? Verpisst euch. So, das hier ist jetzt quasi der Vorplatz vom Aquaquell-Tempel. Aber wir müssen ja in den Tempel hinein. Das ist quasi so eine Art Haupttour, soll das vielleicht sein, aber das ist verschlossen. Was ich auch sehr schön gemacht finde, sind diese Wassersäulen hier. Also die sehen richtig cool aus. Verpiss dich! So, mal Energie auffüllen. So. Jetzt müssen wir uns nämlich quasi einen anderen Eingang suchen. Oh mein Gott, schon wieder so ein Schabklau mit Axt und Schild und Rüstung. Aber für das Glacial ist kein Problem. So, und hier können wir jetzt den Ahnenstein einsetzen. Völlig andere Musik diesmal, weil wir sind ja auch in einem anderen Tempel. So. Und man kann eigentlich sagen, der Ignis-Quell-Tempel war mehr auf Kämpfe ausgelegt, also auf Rätsel lösen. Der Aqua-Quell-Tempel hingegen bietet wesentlich mehr Rätselpassagen. Und hier könnt ihr schon sehen, diese Platten hier, die stehen alle unter Starkstrom, bis auf jeweils eine in einer Reihe. So, wenn wir uns jetzt hier draufstellen, dann müssen wir Tricky warten lassen. Und ich glaube, immer die Platte, die aufleuchtet, auf die können wir drauftreten. Also von hier aus gesehen die linke Platte. Also man muss immer richtig runterhinken. So, genau, die Reihe geht runter. So, dann war das die zweite von rechts und dann die ganz rechte. So.
Dann die zweite von links. Und zweimal die zweite von rechts. Sehr schön. So, jetzt sind hier wieder zwei richtig fette Sharpclaw. So, einmal. Und zweimal. So. Gut, diese Viecher hier, die sind auch ziemlich eklig und lästig. Die kann man eigentlich nur dann mit dem Inferis besiegen, wenn sie ihren Panzer anheben. So. Okay, hier ist nur so ein Tor, das können wir eh nicht öffnen. Jetzt geht's erstmal hier weiter. Ach, diese ekligen Kröten hier, die sind auch echt lästig. So. Und zwar gibt es hier jetzt solche ganz schmalen Pfade und drei Stabschalter, die wir drücken müssen. Und jeder macht irgendetwas anderes. So, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Dieser Stabschalter... Okay, der hat den Orb aktiviert. Okay, also der hat jetzt dafür gesorgt, dass dieser magische Orb dort aktiv ist. So, dann gehen wir mal hier rauf. Immer ganz langsam gehen wir, sonst fallen wir runter. So, und ich habe ja, wie ihr wisst, ein Talent dafür, an solchen Stellen gerne mal runterzufallen, auch wenn es gar nicht beabsichtigt ist. Und hier gibt es gleich zwei Energiezellen, sehr nett. So, dieser Stabschalter hat die magische Flamme aktiviert, okay. Und dort drüben ist es aber noch ein dritter Schalter. So, ganz langsam. Okay, also wer solche Wege gebaut hat, der gehört auch verkloppt. Oder sonst wäre das Spiel ja auch zu einfach, ne? So, ganz vorsichtig. Aber ich mag diese leise, entspannende Musik, die es in diesem Tempel spielt. Also, die passt richtig zu diesem Ambiente hier mit diesem ganzen Wasser. Also ich mag den vom Design her, habe ich den Aquaquell-Tempel irgendwie lieber. Ich denke, die meisten Leute werden sich ja doch eher in der Nähe von Wasser wohlfühlen, als in einem Vulkan, wo es eh brütend heiß ist. So, und der dritte Stabschalter, der hat jetzt diesen Wasserfall da deaktiviert. So. Und jetzt können wir da weiter. So, weil vorne haben wir es nämlich... das Wasser hier daran gehindert, hier durch den Durchgang zu schwimmen. So. Genau, einfach hier rundherum schwimmen und dann können wir hier hochklettern. Und hier ist ein Warpfeld. So, und da drüben haben wir jetzt... Oh, das sind ja noch Energiezellen, sehr schön. 25 Energiezellen habe ich jetzt. So, der Orb ist grün, das heißt grüne Flamme. Ich sagte grüne Flamme. So, und jetzt können wir das Warpfeld auch benutzen. Gibt es irgendwo noch eine Energie? Nein, eine Magielilie? Nein, egal. So, und wir werden gewarbt. Sehen könnt in einer tieferen Ebene des Tempels und hier erwarten uns in jedem dieser sechs Räume ein paar Rätsel, die wir lösen müssen, dass wir weiterkommen. Oh mein Gott, hier sind schon wieder diese hässlichen ewigen Qualen. Mann, ich sagte, die sterben. So. Gut, die Wege sind hier jetzt zwar offen, aber ich will noch nachsehen, was in den Kisten ist. Lebensenergie und... Ah, hier ist schon mal eine Sprungplatte. So, mal gucken. Was zum... Ach Mensch, ich habe nicht mal genug Magie für eine Sprungplatte. So, zum Glück gibt es hier eine Magielilie. Ah, gut, gut, gut. Dann schwimme ich eben wieder hier hin.
Ich will nämlich wissen, was da oben ist. So, Moment. Hep. Und hep. So, jetzt aber. Ah, zwei Energiezellen. Na bitte. Wie gesagt, wir brauchen hier später für das dritte und auch für das vierte Gebiet noch jede Menge Energiezellen. Also, ich habe jetzt zum Glück schon 27 Stück, also fürs dritte Gebiet sollte das dann auch reichen. So, ich glaube, jetzt geht's eh hier weiter. Genau. Da ist eine Schabklappplatte unter Wasser, das Tor ist verschlossen und da ist ein Stabschalter. So, mal gucken. Okay, also jetzt sinkt einmal der Wasserpegel. So, gleich mal Magie auffrischen. So, was macht jetzt diese Platte? Ah, okay. Da ist jetzt dieses Tor aufgegangen und... Genau, und dieser Schalter hier, der öffnet das Tor. So. Können wir natürlich jetzt nicht hin, weil der Wasserstand unten ist. Das heißt, wir müssen diesen Block hier rausziehen. Dann müssen wir ihn, glaube ich, einfach da nach drüben schieben. So, dass wir nämlich da wieder hoch können. Dann müssen wir natürlich den Wasserstand wieder ansteigen lassen. Ist wohl. So, gut. Sehr gut. So, von da kommen wir. So, hier geht's weiter, genau. Ach, na ganz toll. Ja, jetzt folgt eines meiner meistgehassten Rätsel in diesem Tempel. Ich werde jetzt erstmal darauf klettern und die Magie auffüllen. Jetzt folgt ein meiner Meinung nach ziemlich kniffliges Rätsel. Es ist zwar jetzt nicht unbedingt schwer, aber es ist schon ein bisschen knifflig zu lösen. Also da muss man schon etwas Geschick beweisen. So, und zwar seht ihr jetzt hier oben in den Ecken vier Krazor-Statuen. Ein Karussell in der Mitte oder was auch immer das hier sein soll und... Hier kann Tricky sein Flammenkommando benutzen. So. So, und jetzt brennen hier vier Flammen und auf Zeit müssen wir die wieder löschen. Genau, wir haben nur 2,5 Minuten Zeit und wir müssen einfach hier die Schalter unter den Krazor-Statuen drücken und die spucken dann einfach Wasser. So, und dadurch werden die Flammen gelöscht. Das einzige Problem ist halt, dass sich die, das Karussell dreht und dadurch natürlich, genau, dadurch das nicht ganz so einfach zu betätigen ist. So, komm schon, dreh dich weiter. Ah, sehr gut, nur mit die Flamme da drüben ist über. Ich glaube, das war nichts. Ja. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich werde mir jetzt erstmal die Magie auffüllen. Also ihr seht schon, es ist ein bisschen lästig, aber wir werden hier später für den zweiten Ahnenstein nochmal zurückkehren müssen. Also für den, besser gesagt, für den vierten Stein. So, Moment. Ich hoffe, das klappt jetzt. So, komm, dreh dich weiter, dreh dich weiter, dreh dich weiter. Ah, verdammt nochmal! Ich hasse dieses Ding. Warum spuckst du nicht einfach die Flamme an? So, jetzt aber. Komm, 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 komm. Und? Ah, geht doch. Und dieses Tor hat sich geöffnet. So. Ein Rätsel müssen wir jetzt noch lösen. Und das hat mit diesem Block hier zu tun. Ich habe schon wieder keine Magie, Mann.
glaube, irgendwann muss es zumindest noch eine Höhle geben, wo wir das Magiemeter noch verlängern können. Wenn nicht sogar noch zwei Höhlen. Weiß ich gar nicht mehr so genau. So. Ja, und vor allem... Wow, jetzt bist du schon wieder hier. Und du bist gleich wieder tot. So, wow. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch diesen Block hier zu dieser Stelle mit den Flammen bewegen. So. Und der darf aber den äußeren Bereich nicht berühren, sondern nur diese komischen Hindernisse hier, weil sonst verschwindet er. So, hier lang, hier lang, hier lang. Okay, ich glaube, das war schon falsch, oder? Yep. Okay, das war falsch. Leute, ich sehe gerade, ich werde den Part beenden müssen. Und um dieses eine letzte Rätsel werde ich mich im nächsten Part kümmern und dann, denke ich, werde ich auch den Ahnenstein schon platzieren können. Also wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, Leute!